Tom's Talk Time, Folge 576. Mehr auf mein Bauchgefühl zu hören. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation. Ich begrüße dich heute hier aus dem sonnigen Mexiko und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nach Deutschland und zwar in die alte Heimatstadt nach München. Bei mir im Interview ist der Stefan Schabernack. Stefan, schön, dass du dabei bist. Hi Tom, schön, dass ich dabei sein kann. Sehr gerne. Stefan, du hast eine ziemlich coole Erfolgsstory hingelegt. Du hast während deines Studiums im Jahr 2008 hast du die Idee gehabt, ein Business zu gründen, aber zwar nicht einfach irgendein Business, sondern du wolltest schon ein bisschen Sinn mit dahinter packen und du hast ein sogenanntes Social Business ins Leben gerufen mit dem Namen Rock Your Life, wo du als gemeinnützige Firma praktisch benachteiligten Kindern und Jugendlichen bessere Bildungs- und Aufstiegschancen bietest. Und diese Firma gibt's bis heute immer noch. Es ist eine gemeinnützige GmbH, auch mit dem Sitz in München. Und du hast, weil eine Firma ist ja langweilig, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hast du dann 2015 hast du dann deine zweite Firma gegründet, und zwar Jobify. Du wurdest mit der ersten schon mehrfach ausgezeichnet, wirklich auf von höchsten politischen Rängen und auch von hier von MTV und so weiter. Und mit der neuen Firma Jobify seit 2016 bist du auch in München ansässig und hast damit das Ziel, dass du praktisch jungen Akademikern mit relativ wenig Berufserfahrung ja das richtige Matching und den passenden Job im Endeffekt vermitteln kannst. Und auch da bist du nicht wirklich unerfolgreich, sondern du hast wirklich schon mit weit über 20.000 registrierten Nutzern über 130 Unternehmenskunden und darunter wirklich auch namhafte Firmen wie BASF, Coca-Cola, Sony und so weiter als Partner da, beziehungsweise als Kunden mit an Bord. Also eine richtig geile Erfolgsstory. Und heute bist du hier im Interview und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja, cool. Danke für die Einführung. Ich freue mich auch sehr drauf. War das so als grober Überblick richtig? Weil das war natürlich jetzt nur so von mir so ein bisschen wiedergegeben. Vielleicht magst du dich selber noch mal kurz vorstellen. Vielleicht erst kurz auch was Privates, dass wir den Stefan mal hinter der Firma kennenlernen und vielleicht dann noch kurz was zu deiner Firma. Ja, klar, sehr gerne. Also du hast das alles völlig korrekt dargestellt. Ich gebe gerne gleich noch mal ein paar Details dazu. Zu mir selber, ich bin gerade Anfang 30, ich komme eigentlich aus Stuttgart, also eigentlich ein Schwabe und bin jetzt seit mittlerweile 6 Jahren in München und mittlerweile auch doch schon seit fast 10 Jahren unternehmerisch aktiv, verfolge das also mit echt viel Spaß und Freude an der Sache und mit vielen bunten Ideen in ganz verschiedenen Bereichen. Meine zwei größten Babys hast du gerade auf jeden Fall erwähnt. Und ich glaube, so ein bisschen meine Vorliebe dafür, eigene Themen anzupacken und zu gründen und auf die Reihe zu stellen, die kam eigentlich so ein bisschen schon aus meiner Schulzeit. Ich war bei mir an der Schule Schülersprecher, habe da diverse Projekte ins Leben gerufen, viel, was Medienprojekte anging, also Medienkompetenz, selber Videos schneiden, Audios schneiden, Geschichten erzählen mit digitalen Medien, die so quasi in den Nullerjahren, ja, als es noch nicht überall Smartphones gab, noch ein bisschen komplizierter auch in der Handhabung waren, aber trotzdem eine Menge Freude bereitet haben, und auch andere Projekte, wo es um Partizipation und Mitgestalten ging. Und irgendwie hat mich das damals so angespornt, solche Projekte mit den ganzen Mitschülern zu machen und zu sehen, was man auch als junger Mensch eigentlich bewegen kann und wie selbstwirksam man da auch sein kann, dass ich eigentlich irgendwie immer in diesem ganzen unternehmerischen Bereich dann stecken geblieben bin, sozusagen. Ich bin vom Hintergrund her Wirtschaftswissenschaftler, also da relativ langweilig und relativ normal, was so mein Studium angeht. Allerdings habe ich an einer ziemlich coolen und besonderen Uni studiert, nämlich an der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen. Die hat nichts mit dem Luftschiff zu tun. Die hat aber von der Historie her mit dem Graf Zeppelin zu tun, der in Friedrichshafen gelebt hat und der dort die Zeppelin-Gesellschaft und die Zeppelin-Stiftungen aufgebaut hat. Und die trägt diese Uni und die trägt auch den Pioniergeist sozusagen von dem Graf Zeppelin fort. Die Uni hat die Ausrichtung eben vor allen Dingen junge Menschen anzuziehen, die
ja, ich sag mal, Lust haben, Dinge zu bewegen, ob das im kreativen Bereich ist, im künstlerischen Bereich, im musikalischen Bereich oder eben im unternehmerischen Bereich, zieht die Uni eben ganz viele junge Aktive an, und das fand ich wahnsinnig attraktiv nach dem Abitur, bin dann eben dort auf diese Uni, und dort hat dann auch so mein Unternehmertum seinen Anfang genommen. Okay, das hört sich natürlich wirklich schon mal ziemlich geil an. Also da verstehe ich auch, warum du dann so diesen Unternehmergeist so richtig aufgesaugt hast, wenn man das wirklich da schon direkt mitbekommt. Das ist natürlich ziemlich cool. Wie kam denn die Idee? Ich möchte ganz kurz nur ein bisschen mit dir über die erste Firma Rock Alive sprechen, weil so ein dieses Thema Social Business, das finde ich, kommt in der letzten Zeit immer mehr, oder zumindest ist das meine subjektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder einfach nur ich öfters drüber gestolpert bin. Was früher ja noch nicht so gang und gäbe war. Da haben ja in der Regel, schauen ja die meisten Leute, okay, wo kann ich Profit machen? Und das ist bei den meisten Unternehmern ja der Fokus, und als Social-Unternehmer ja eben nicht. Wie kamst du auf die Idee, ein Unternehmen im Social-Bereich zu machen, und dann halt eben auch genau mit diesem Thema? Also ich glaube erstmal grundsätzlich, deine Beobachtung ist ganz richtig. Auch ich nehme das hier wahr, in München, in Berlin, aber auch in anderen Gründermetropolen, dass es einfach immer mehr, vor allen Dingen junge Leute gibt, die einfach Lust darauf haben, wenn sie was gründen, wenn sie was anpacken, wenn sie was selbst gestalten, das eben in so einer Art und Weise zu machen, dass es irgendwo eine gewisse Nachhaltigkeit hat oder aber einen gewissen gesellschaftlichen Mehrwert. Also nicht mehr nur noch gründen, eben um Profit zu machen, sondern im Idealfall eben sowohl Profit zu machen als auch gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Das schließt sich nicht zwangsläufig aus. Und genau diese Symbiose eigentlich, dieses Zusammenspiel, war auch das, was mich so begeistert hat, schon vor 10 Jahren, als ich eben an die Uni kam. Und ich hatte mich dort an der Uni beworben mit einem Essay zum Thema Social Entrepreneurship, weil ich das einfach ein faszinierendes Modell fand, zu sagen, es gibt eine ganz große Anzahl an gesellschaftlichen, sozialen Problemen, Herausforderungen, ob das im Bereich Medizin und Gesundheit ist, ob das im Bereich Bildung ist, ob das im Bereich Armut ist. Es gibt wahnsinnig viele Themen, ja nicht nur jetzt hier in unseren First World Countries, sondern natürlich auch in vielen anderen Regionen auf der Welt verstärkt. Und zu sagen, lasst uns versuchen, diese Themen nicht mit einem althergebrachten Charity-Ansatz zu lösen, indem wir irgendwo helfen oder helfen zu helfen, sondern lasst uns versuchen, ökonomische Systeme zu bauen, lasst uns versuchen, Werkzeuge und Logiken aus der Wirtschaft, aus der Betriebswirtschaft zu übernehmen und die auf diese sozialen Probleme anzuwenden. Um im Idealfall eben wirklich einen ökonomischen Motor zu bauen, ein Unternehmen zu bauen, eine Organisation zu bauen, die in der Lage ist, sich selbst zu finanzieren, vielleicht sogar Profite abzuwerfen, aber deren Ausrichtung eben nicht der Profit in erster Linie ist, sondern in erster Linie ein sozialer Return on Investment, also ein Mehrwert für alle Menschen. Zumindest alle Menschen in der Zielgruppe, die das Unternehmen eben sich damit beschäftigt. Und das fand ich einfach so einen faszinierenden Gedanken, dass Wirtschaft nicht um des Wirtschaftens Willens, um des Profitwillens, sondern das Wirtschaften eben für die Allgemeinheit, dass ich mich damit einfach beschäftigen wollte. Und am Anfang ist es natürlich immer erstmal so ein abstrakter Gedanke. Ja. Aber wenn man sich dann eben doch irgendwo im Alltag mit einem Problem konfrontiert sieht, und das tun ja die meisten von uns. Jeder von uns hat im Alltag Ärgernisse oder beobachtet Probleme von Nachbarn, von Mitmenschen, von Leuten, denen man begegnet oder die man im Bekanntenkreis hat, oder auch nur über Zeitungsberichte, wo man mitbekommt, was andere Menschen umtreibt, jetzt gerade die letzten 2-3 Jahre in Deutschland, vor allen Dingen die Flüchtlingskrise. Und oftmals fragt man sich ja, was kann ich machen, was kann ich tun? Und ich finde das eben sehr beeindruckend, dass viele Ansätze jetzt eben auch hervorkommen, die nicht nur aufs bloße Helfen ausgelegt sind, sondern aufs nachhaltige Helfen. Und, ja, insofern, ich glaube, das ist einfach für viele gerade ein Thema. Was kann man tun, um unsere Welt zukunftssicherer zu machen und eine bessere Nachwelt zu hinterlassen? Und von daher finde ich das schön, dass dir das auffällt. Schön, dass ich auch die Einladung bekommen habe, hier ein bisschen drüber zu sprechen. Und insgesamt eine sehr schöne Entwicklung, dass sich viel mehr Menschen so mit dem Thema Wirtschaft auseinandersetzen. Ja, finde ich auch. Also gerade wenn es auch um das Thema Helfen geht. Ich meine, natürlich, jeder will erstmal generell helfen. Keiner findet es toll, zu sehen, wenn irgendwie andere leiden oder es denen irgendwo schlecht geht oder so. Aber wie du schon gesagt hast, es bringt nichts, wenn man irgendjemanden, ich sag mal jetzt, keine Ahnung, wie bei manchen Entwicklungshilfesachen, drückt man irgendeinem Land, was weiß ich, ein paar Millionen hin und sagt, ja, weil da weiß man, das Geld ist irgendwann weg, sondern es macht halt viel mehr Sinn, wenn man dieses Geld in nachhaltige Projekte investiert, wie jetzt bei dir halt eben, dass man wirklich eine Firma gründet, die sich dann aber auch selbst letztendlich trägt oder im Idealfall natürlich auch Profit abwirft.
und man damit dann hilft und Hilfe zur Selbsthilfe auch wieder gibt, um eben das Problem an der Wurzel zu packen. Also von daher echt Hut ab, richtig coole Sache und danke, dass du dich wirklich dafür auch einsetzt. Das finde ich echt klasse. Bei dem neuen Unternehmen, bei Jobify, hast du ja, wenn man das so will, eigentlich auch so ein bisschen die Helferschiene am Laufen, oder? Weil da gehst du ja auch praktisch auf junge Menschen zu, junge Akademiker, denen du praktisch den richtigen Job vermitteln magst, wenn ich das so richtig verstanden habe, oder? Ja, doch im Grunde trifft es das ganz gut. Nur gegen die Helferschiene möchte ich mich ein bisschen wehren an der Stelle. Also bei Rock Your Life waren es vor allen Dingen benachteiligte Jugendliche, mit denen wir gearbeitet haben. Das sind oftmals eben doch Flüchtlinge, das sind oftmals Schüler von den Haupt- oder Mittelschulen. Die sind deswegen benachteiligt, weil es mit den Abschlüssen und mit den Voraussetzungen, die haben, gerade in Deutschland echt schwierig ist, teilweise da seinen Weg zu meistern. Das ist eigentlich echt traurig, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Wir hängen da im OECD-Durchschnitt eigentlich überall hinterher. Und für viele junge Menschen ist es erstmal ein grundsätzliches Problem, sich überhaupt zu orientieren. Was kann ich, wer bin ich, was möchte ich in meinem Leben eigentlich erreichen? Das ist mal so überhaupt der erste Schritt. Und mit Rock Your Life haben wir eben vor allen Dingen solchen benachteiligten Jugendlichen geholfen, genau das zu erreichen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben Studenten genommen aus allen Disziplinen, aus allen Regionen Deutschlands, mittlerweile in über 50 Städten, haben die ausgebildet zu Mentoren. Und diese Studenten begleiten dann quasi die jüngeren Schüler und helfen denen eben genau diese Fragen innerhalb von 2 Jahren 1:1 Mentoring herauszufinden. Okay. Das machen wir jetzt eben seit fast 10 Jahren. Und was habe ich natürlich gelernt in den 10 Jahren? Eine ganze Menge und unter anderem auch, dass das Problem der Orientierung eben nicht nur bei Schülern ist und nicht nur bei Flüchtlingen, die frisch ins Land kommen, sondern interessanterweise genauso auch bei Studenten, die ihren Abschluss machen, ihren Bachelor, ihren Master und danach vor der Frage stehen, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? In manchen Studiengängen ist es relativ klar, da gibt es klare Karrierepfade, aber in ganz vielen Studiengängen hat sich das insbesondere in den letzten 15, 20 Jahren mit dem Bologna-Prozess, mit der enormen Auffächerung und Diversifizierung von den ganzen Studiengängen, die es gibt, auch wahnsinnig verkompliziert für junge Menschen zu entscheiden, welche Optionen gibt es denn für mich? Und wir haben festgestellt, und das zeigen auch viele Statistiken, dass etwa ein Drittel aller jungen Menschen, und zwar völlig egal, welche Bildungsschicht, welchen Bildungsabschluss, erstmal orientierungslos ist, wenn sie fertig sind. Das glaube ich, ja. Ich glaube, jeder hat es auch entweder am eigenen Leib erfahren, dass man mal eine Zeit lang einfach keinen Plan hatte oder kennt zumindest Leute aus dem Freundeskreis und im Umfeld, denen es genauso ging. Und die Schwierigkeit ist dann, okay, was mache ich jetzt? Wie finde ich denn jetzt raus, was zu mir passt und welche Angebote es für mich gibt? Und heutzutage geht natürlich irgendwie der erste Weg dann ins Internet, auf die großen Jobplattformen und dann fängt man an, dort zu suchen. Wer das gemacht hat, der weiß, das ist super zeitintensiv, das ist richtig mühsam und wenn man dann was gefunden hat, so eine Bewerbung zu schreiben, inklusive Anschreiben, inklusive Blabla, eine Seite lang, warum das der absolute Traumjob und das absolute Traumunternehmen ist. Also es ist eine große Freude. Bewerben macht echt richtig Spaß. Ne? Und so haben wir quasi angefangen, uns mindestens mit dem Thema auseinanderzusetzen. Kann man dieses ganze Thema Suche und Job finden nicht irgendwie auch sinnvoller gestalten? Kann man das nicht irgendwie besser machen? Ne? Und warum ich sage, ich werde mich ein bisschen gegen das helfen? Ja, klar, es ist sicherlich eine Unterstützung in dem Prozess, aber es geht uns jetzt hier bei Jobify auch vor allen Dingen darum, beiden Seiten zu helfen. Das heißt einerseits den jungen Leuten, die irgendwie ihren Platz suchen, aber auf der anderen Seite haben wir in Deutschland eine Situation, dass wir hier wahnsinnig viele unglaublich tolle, erfolgreiche mittelständische Unternehmen haben. Wir sind das Land der Hidden Champions, der Weltmarktführer, die aber niemand kennt, die heißen nicht umsonst Hidden Champions. Und deswegen haben wir im Mittelstand in Deutschland und auch bei kleinen Unternehmen das riesengroße Problem, dass ganz viele von denen zwar tolle Arbeitgeber sind, hochprofitable Unternehmen, die aber ganz oft irgendwo auf dem Land sitzen und oder in Kombination, das ist am allerschlimmsten, einfach keinen bekannten Markennamen haben, keine bekannte Arbeitgebermarke sind, weil sie vielleicht gar nicht für die Öffentlichkeit, für den Endkunden produzieren, sondern nur B2B unterwegs sind. Und die haben verstärkt Probleme, einfach Nachwuchs zu bekommen und auf sich aufmerksam zu machen. Man spricht in HR-Kreisen da ganz viel vom War for Talent. Den Begriff gibt es schon seit einigen Jahren, der ist inzwischen eigentlich schon wieder abgedroschen. Aber deswegen ist er nicht falsch, sondern es geht wirklich darum, dass wir in Zeiten, in denen wenige junge Menschen hinterherkommen, die Wirtschaft aber noch am Wachsen ist und Hunger hat nach jungen Menschen, ganz viele gar nicht mehr schaffen, auf sich aufmerksam zu machen und deswegen in den nächsten 10, 15 Jahren echt Schwierigkeiten bekommen können.
Und wir haben uns gesagt, okay, beide Seiten haben eigentlich Schwierigkeiten. Beide Seiten müssen suchen, müssen auf sich aufmerksam machen, müssen irgendwie zueinander finden. Wie kann man zueinander finden, besser organisieren? Und ja, letztendlich die Antwort im 21. Jahrhundert lautet ja meistens Technologie, und das war letztendlich auch unsere Antwort. Wir sind in die Psychologie gegangen und in die IT, haben basierend auf verschiedenen wissenschaftlichen Erkenntnissen einen Algorithmus gebastelt, der beiden Seiten einige Infos abverlangt, wer sie sind, was sie wollen, was sie suchen, so ein bisschen wie beim Online-Dating eigentlich. Mhm. Und dann basierend auf diesen Angaben ein Matching vornimmt und beiden Seiten zeigt, wer am besten zueinander passt. Okay. Hört sich für mich logisch nachvollziehbar an, obwohl ich jetzt nicht so der Techie bin, aber klar, macht absolut Sinn. Was mich da interessiert ist, wie sind denn, gerade weil du das so ein bisschen mit Dating verglichen, das fand ich ganz lustig, aber im Prinzip ist es ja ein Dating, nur halt eben Business-Dating, wenn man das dann so will. Wie ist denn die Vermittlungsquote? Gibt es da sowas, dass man sagt, okay, von so und so viel Matches gibt es dann auch wirklich dann die Ehe, oder? Ja, so rum funktioniert die Statistik wahrscheinlich nicht ganz. Du kannst dir das so vorstellen. Wenn ich da als junger Mensch auf die Plattform komme und ich lege mir ein Profil an, das braucht so eine halbe Stunde bis Stunde, je nachdem, wie intensiv ich das mache. Also da musst du dir auch auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit nehmen. Du durchläufst dann verschiedene Stationen zu deinen Qualifikationen, zu deiner Persönlichkeit, zu deinen Wünschen an den Arbeitgeber. Das heißt, du gibst da eine ganze Menge Informationen ein und der Algorithmus läuft dann letztendlich los und vergleicht diese Infos mit all den Unternehmen und all den Stellenanzeigen, die drin sind. Mhm. Und dann bekommst du eine Anzahl an Matches und die kann wild variieren zwischen 5 und 500. Das hängt nämlich ganz stark davon ab, in welche Region oder Regionen du suchst. Das hängt davon ab, was dein Hintergrund ist und natürlich auch, wie hoch deine Ansprüche sind. Mhm. Und genau andersrum ist es ja auch aus Unternehmenssicht, wenn die einen hochspezialisierten ITler in einem kleinen Dörfchen in Norddeutschland suchen und ein ganz schlechtes Angebot machen, das für viele nicht attraktiv ist, dann kriegen die natürlich so gut wie keine Matches. Mhm. Wenn das jetzt in München ist und die suchen einen BWLer, dann, naja, könnte es auch mal 200 sein. Also deswegen, man kann das gar nicht so pauschal sagen. Wir beraten da letztendlich beide Seiten immer auch auf den Prozess ein bisschen, was für sie Sinn macht. Unsere Lösung ist wie so oft nicht die eierlegende Wollmilchsau, die für jeden alles kann, sondern wir sind in manchen Bereichen super stark und haben da eigentlich eine extrem hohe Vermittlungsquote. In anderen Bereichen sagen wir auch ganz ehrlich, also beispielsweise Ärzte, da können wir relativ wenig helfen. Einerseits, weil die Mediziner meistens schon echt gut orientiert sind und ihre Karrierepfade gehen, also nicht so sehr Bedarf haben. Und andererseits, weil wir dann eben auch gar nicht so stark in die medizinische Richtung Vertrieb machen. Ne? Und so lernen wir natürlich auch. Wir sind ein junges Unternehmen, seit knapp 3 Jahren jetzt lernen wir auch die ganze Zeit dazu. Aber inzwischen können wir dieses Matching schon echt ziemlich gut hinkriegen. Okay. Das hört sich schon mal cool an. Wenn wir jetzt mal so über das Profit jetzt mal so ein bisschen reden von den Firmen. Bei Rock Your Life, hast du gesagt, ist ja eine gemeinnützige Firma. Und Jobify ist eine, ich nenne es mal normale, also eine wirtschaftlich ausgerichtete Firma. Womit verdienen denn diese beiden Firmen Geld? Weil auch Rock Your Life wird ja sicherlich, braucht ja irgendwie Geld, um das Ding zu betreiben. Wo sind die Einnahmen bei Rock Your Life? Wie funktioniert das da und wie funktioniert das bei Jobify? Also bei Rock Your Life haben wir ein hybrides Modell. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Mittel von Stiftungen und von auch vom Staat mittlerweile, das heißt auch Spendengelder, mit denen wir arbeiten können. Da sind große Stiftungen dahinter, wie die BMW-Stiftung, Vodafone-Stiftung, die Credit Suisse, also auch große namhafte Unternehmen, die da einfach unterstützen. Auch in den Städten dann vor Ort viele, viele kleine Unternehmen und auch städtische Einrichtungen, die unterstützen. Das heißt, da profitieren wir davon, gemeinnützig zu sein und eben diese Finanzierungsquelle anzapfen zu können. Mhm. Auf der anderen Seite reicht die aber auch nicht ganz aus, vor allen Dingen, weil wir auch in diese Rock Your Life sehr unternehmerisch agieren und naja, viele kreative Ideen und viele Investments, die man machen möchte, zum Beispiel in eine dezentrale IT-Infrastruktur, wo wir unsere 50 Standorte und 13.000 Ehrenamtlichen koordinieren können, das ist in so einer Stiftungslogik meistens nicht vorgesehen. Das heißt, da brauchen wir freie Mittel, brauchen wir freien Cashflow. Das heißt, wir müssen auch selber Geld verdienen, um sowas zu realisieren.
Und da haben wir inzwischen doch ein recht breites Spektrum an Kunden aus der Wirtschaft, zum Beispiel KUKA, die Deutsche Bank, oder auch verschiedene Hotelunternehmen, die bei uns dann Trainings buchen, Coachings buchen, die auch Inhouse-Mentoring-Programme mit uns starten, also wo wir deren Mitarbeiter qualifizieren, junge Nachwuchsmitarbeiter im Unternehmen als Mentor professionell zu führen. Okay. Das heißt, da haben wir quasi so in diesem ganzen Trainings- und Personalentwicklungsbereich uns inzwischen eigentlich ein ganz gutes Standbein aufgebaut, das wir auch im nächsten Jahr noch weiter ausbauen wollen. Okay. Also das ist wirklich ein schöner Mix. Das macht auch Spaß, weil man in ganz unterschiedlichen Logiken operieren kann. Mhm. Und bei Jobify ist das Ganze klassischer, sage ich mal. Dort sind wir ein Online-Angebot. Das heißt, es gibt da klare Modelle. Ein Modell ist ein Abo-Modell, wo man einfach letztendlich Zugang zu unserem Kandidatenpool buchen kann auf einer Monatsbasis und dann eben Zugriff bekommt. Die andere Variante ist. Oder auch Seiten der Firmen. Also natürlich zahlt nur auf Seiten der Unternehmen. Also es zahlen bei uns ausschließlich die Unternehmen. Das komplette Orientierungsangebot und die Nutzung ist für die Akademiker, also für die jungen Studenten und Berufseinsteiger, komplett kostenlos. Die können es nutzen. Und die Unternehmen, die zahlen eben entweder eine monatliche Flatrate, wo sie dann einfach Zugriff bekommen auf den Pool, oder die nehmen unsere Services noch stärker in Anspruch, wo wir dann wirklich auch aktiv von unserer Seite mithelfen in der Vermittlung. Und dann gibt es, so wie es im HR-Bereich, im Personalbereich auch häufig der Fall ist, einfach eine pauschale Vermittlungsprovision. Was wird stärker angenommen auf Seiten der Firmen? Einfach nur diese Flatrate, dass sie darauf zugreifen können? Oder also stärker im Sinne von, was bringt euch, was spielt mehr in die Kassen rein unterm Strich, also als Total gesehen? Diese individuelle Dienstleistung oder einfach die Flatrate? Also interessanterweise sind für uns beide Modelle finanziell relativ gleichwertig. Das hängt natürlich dann immer von der Laufzeit ab, wie lange man einen Kunden dabei hat und wie erfolgreich oder intensiv der die Plattform nutzt. Aber so bisher die Erfahrungen jetzt zeigen eigentlich, dass sich für uns beide Modelle sehr gut rechnen. Und wir bieten eben beide Modelle an, weil für Unternehmen kann es ganz unterschiedliche Situationen geben. Wenn wir einen großen Kunden haben, DAX-Konzern beispielsweise, dann haben die oft Dutzende von Stellen, wo sie suchen und die machen viele Einstellungen pro Jahr. Die wollen lieber gar nicht unbedingt nach Erfolgsbasis abgerechnet werden, die verhandeln lieber eine Flatrate mit uns. Sie sagen, wir zahlen lieber Betrag X und dafür können wir recruiten, so viel wir möchten. Viele kleinere Unternehmen, Mittelständler, die uns natürlich auch noch nicht kennen, weil wir relativ frisch am Markt sind, die wollen dann lieber die erfolgsbasierte Variante. Das ist für uns top, weil dann können wir beweisen, dass wir da eben auch helfen können und können denen gut unter die Arme greifen. Und in dem Moment, wo die über uns Kandidaten bekommen, zahlen die dann auch happy eine Vermittlungsprovision, weil wir verhältnismäßig günstig sind. Also vielleicht kennst du dich ein bisschen aus in diesem ganzen Personalbereich. So normale Personalvermittler, Headhunter, die nehmen locker 20-30% vom Jahresbrutto. Da sind wir weit weg davon. Wir sind als digitaler Anbieter schlichtweg günstiger. Okay. Ich würde mit dir noch ein bisschen über das Marketing mal reden, weil ich meine, ich habe es ja im Intro gesagt, da sind jetzt wirklich echt namhafte Firmen, habt ihr als Kunden schon drin. Und wenn ich natürlich am Markt bin, einmal sagen kann, naja, wir arbeiten schon mit Leuten wie Coca-Cola und BASF und so weiter zusammen, dann ist das natürlich leichter, also behaupte ich jetzt einfach mal, neue Kunden zu generieren, als wenn man komplett von als Startup irgendwo anfängt und noch gar keinen Kunden vorweisen kann. Wie habt ihr das marketingtechnisch aufgezogen? Wie hast du das geschafft, die Firma so stark wachsen zu lassen und solche großen Kunden heranzuziehen? Also auf der einen Seite profitieren wir da von der Vergangenheit bei Rock Your Life, weil wir dort einfach wirklich viele gute Netzwerke und Zugänge schon hatten. Okay. Ein Beispiel ist, dass wir mit den Begabtenförderwerken zusammenarbeiten, also so Studienstiftungen, die junge Studenten fördern. Da steckt natürlich auch an vielen Stellen die Industrie dahinter, die Wirtschaft dahinter, die ein Interesse haben, begabte junge Menschen zu fördern. Mhm. Und das sind natürlich Netzwerke, die wir gerade in der Anfangszeit sehr stark bespielt haben, wo wir viele persönliche Kontakte auch nutzen konnten und so einfach mal so die ersten Kunden quasi gebootstrapped haben, wenn man so möchte. Ja. Ich glaube, das war eine wichtige Komponente und eine andere wichtige Komponente ist, dass wir von Anfang an auch mit einem strategischen Partner gearbeitet haben, einem mittelständischen Unternehmen, die investiert haben auch bei uns, die selber einfach wirklich viele hunderte Kunden haben und die aktiv auch wirklich mitgeholfen haben, Jobify platziert haben
Und grundsätzlich ist das eigentlich so eines unserer Credos, ganz viel zu kooperieren, ganz viel zu schauen, Partner mit ins Boot zu holen, die genauso einen Mehrwert davon haben, mit uns zu arbeiten, so dass wir einfach relativ schnell nicht mehr die Beschränkung nur auf die eigene Manpower, auf 2-3 Leute am Anfang hatten, sondern dass wir ganz viele Partner hatten, die einfach auch mitgezogen sind und uns geholfen haben, da diese ersten kritischen 1-2 Jahre zu überstehen. Also höre ich so raus, so als einen Satz zusammengefasst, kann man sagen, die Geheimwaffe, die Marketing-Geheimwaffe bei dir ist das Stichwort Netzwerke. Also würde ich schon sagen, jetzt für die ersten Jahre auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eben so, dann kommen wir jetzt irgendwann in eine neue Phase rein, wo das einfach abgeschöpft ist, das persönliche Netzwerk oder auch die Anfangsnetzwerke, wo man dann nochmal sich neue Kanäle und auch neue Vorgehensweisen überlegen muss. Das merken wir jetzt für die letzten Monate, dass wir da auch einfach reifen müssen und uns da wieder neue Dinge überlegen müssen. Aber für die Anfangszeit definitiv Netzwerk. Wie gehst du dann jetzt vor, wenn du sagst, ihr seid jetzt gerade in der Phase, wo man eben, wo das Netzwerk schon langsam ausgeschöpft ist und jetzt braucht man neue Wege? Wie gehst du daran? Wie findest du neue Wege? Wo liegt euer Fokus? Wie macht ihr das? Also, nachdem es uns jetzt irgendwie seit 2-3 Jahren gibt, beziehungsweise wir seit ein bisschen mehr als einem Jahr am Markt sind, lernen wir natürlich schon, welchen Branchen wir ganz besonders viel Mehrwert bringen oder in welchen Regionen wir besonders stark sind, gut vertreten sind. Das heißt, jetzt im Sales konzentrieren wir uns dann langsam, aber sicher auch erstmal auf diese Branchen, wo wir wissen, da schöpfen wir auch den größten Mehrwert. Das ist relativ banal und auch eigentlich unsere andere Vorgehensweise ist, wie so oft, learning by doing. Ne? Also wir merken, okay, über Netzwerk kommt weniger rein, also fangen wir eben an, dann doch stärker Vertrieb über Events zu machen, stärker uns online über Content-Marketing zu positionieren, stärker auch tatsächlich Kaltakquise zu betreiben. Das ist immer eine Mordsgaudi. Das macht immer riesig Spaß. Die Cold Calls, die Stunden, die man am Telefon hängt. Aber wenn man seine Mehrwerte gut kennt als Unternehmen und da eben auch Erfolge vorweisen kann, dann funktioniert auch das. Und da sind wir jetzt gerade dabei, so für uns die Kanäle zu identifizieren oder abzuklopfen, wo wir sagen, okay, für die nächste Etappe, für die nächste Phase, die nächsten 2-3 Jahre ist das dann der richtige Weg. Also es ist eigentlich so ein tägliches Probieren, Tracken, analysieren, auswerten und Vorgehensweise eigentlich jede Woche ein bisschen anpassen. Ja, okay. Ja. Ich musste gerade so schmunzeln, wo du das Thema Kaltakquise genannt hast, so von wegen, ja, Spaß und so, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja das, was die meisten Leute total lieben und richtig gerne machen. Kann man wohl nicht sagen. Ja, das glaube ich. Da hatte ich auch jetzt in einer der letzten Episoden hatte ich wirklich einen Experten zum Thema Kaltakquise im Interview, der wirklich auf internationaler Ebene zu einem zu den Top-Leuten gehört. Ich weiß ja, Tim Taxis, ob dir das was sagt. Mit dem hat auch so über das Thema Kaltakquise gesprochen und er hat da so ein paar richtig, richtig geile Tipps gegeben, wie er mega erfolgreich gewesen ist in meiner Kaltakquise und das auch so weitergibt. Wenn du magst, einfach mal vielleicht in eins der letzten Interviews reinhören. Das war, ich glaube, das drei Wochen vorher, jetzt vor dem hier, müsste das irgendwie gekommen sein, aber kann ich das auch nochmal schicken, wenn du magst. Das war ganz cool. Das werde ich definitiv machen. Danke für den Tipp. Gerne. Jetzt sind ja Menschen immer so auf der Suche nach der Leidenschaft, nach der Erfüllung. Ich meine, gerade als Unternehmer, man könnte ja auch einfach sich irgendwo anstellen lassen und einen 9-to-5-Job nachgehen und sagen, ja, okay, um 5 Uhr lasse ich den Stift fallen, gehe nach Hause und kümmere mich um andere Dinge. Aber als Unternehmer geht man doch irgendwo der Leidenschaft nach. Ist das, was du jetzt machst, das Verfolgen wirklich deiner Leidenschaft? Oder trifft das nicht so ganz auf den Punkt? Ist das nur, macht sie in Anführungsstrichen nur Spaß oder bist du so richtig so mit Chaka und Herzblut dabei? Ich glaube, anders hält man das nicht auf Dauer aus, ehrlich gesagt. Also, also sagen wir mal so, es ist ja schon auch immer, es hat ja nicht umsonst den Namen Leidenschaft. Ne? Da steckt ja auch Leiden mit drin. Ich habe nicht das Gefühl zu leiden, aber natürlich muss man, wenn man sich entscheidet, unternehmerisch aktiv zu werden, schon auch zumindest in den frühen Jahren auch auf viele Kompromisse einlassen. Im Sinne von, wenn man nicht 9-to-5 arbeitet, sondern eben auch Freude dran hat, länger zu machen, weil man eine Idee verfolgt, weil man die Sache unbedingt hinkriegen will, weil man hier noch was macht und hier kann man noch was verbessern am Produkt, dann kostet es natürlich sehr viel Zeit und es ist Zeit, die man nicht für Leisure, für irgendwelche Freizeitaktivitäten dann haben kann. Insofern, klar, es ist immer irgendwo ein gewisser Trade-off. In meinem Fall
habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht, ob das meine Leidenschaft ist, aber ich glaube, im Endeffekt ist es das tatsächlich. Also wahrscheinlich beides. Sowohl einfach das unternehmerisch aktiv sein, das selber Dinge vorantreiben, das Ideen entwickeln und in die Tat umsetzen. Und auf der anderen Seite aber auch schon die Themen, mit denen ich mich befasse, wo es einfach darum geht, Menschen auf ihrem persönlichen Lebensweg zu unterstützen. Man muss sagen, ich selber, ich könnte jetzt einen jungen Menschen nicht beraten. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Coach, ich bin da nicht vom Fach. Aber ich habe jetzt doch in den letzten Jahren einfach hunderte von Leuten finden können und hier für Rock Your Life und für Jobify begeistern können, die halt die inhaltliche Kompetenz mitbringen und die Lust haben, dieser Vision zu folgen, junge Menschen dazu unterstützen. Und ich glaube, das ist einfach die Arbeit mit jungen Leuten, mit total begeisterten Menschen um mich herum, die auf diese Themen auch Lust haben. Das ist halt was einfach immer motivierend ist, ne? Also egal, wie ätzend es ist, dass du weißt, heute Nachmittag musst du 2 Stunden Cold Calls machen, am Ende des Tages weißt du, alles cool, weil dann hast du wieder vielleicht 3 neue Unternehmen gewonnen und den 3 neuen Unternehmen kannst du wieder den passenden Nachwuchs bringen, die dort ihr Leben gestalten, ihre Karriere machen oder zumindest den Karriereanfang. Also deswegen ist es, sagen wir mal so, ich glaube, ich könnte nicht einfach einen Online-Shop aufmachen und Dinge verkaufen. Das ist, glaube ich, das kann wirtschaftlich super spannend sein und damit kann man sicherlich kann man viel Geld verdienen und tolle Arbeitsplätze schaffen, aber mir würde am Ende so ein bisschen der Purpose fehlen. Mir würde das fehlen, was mir helfen würde, jeden Morgen aus dem Bett zu hüpfen und zu sagen, bam, weiter geht's. Also glaube ich auch. Also allein so, wie du jetzt wirklich hier die letzte halbe Stunde wirklich erzählst über deine Firmen, über die ganzen Tätigkeiten und so. Also ich glaube schon, dass das deine Leidenschaft ist. Also das hört man einfach aus deiner Stimme raus. Du brennst für das, was du machst. Also alles andere hätte mich jetzt gewundert, wenn du gesagt hättest, weiß nicht, geht so. Bring halt Geld. Ich glaube, da wäre ich auch kurz in eine Sinnkrise gestürzt dann, wenn du so wäre. Das vermute ich, ja. Aber jetzt läuft ja als Unternehmer nicht immer alles glatt, sondern man hat Höhen und man hat Tiefen, was ja ein Unternehmerleben auch irgendwo spannend macht. Wobei die Tiefen, über die freut man sich natürlich nicht unbedingt, aber die passieren halt. Was war denn so bisher dein größter Fehler, den du als Unternehmer gemacht hast und wie ist es dazu gekommen, dass überhaupt passieren konnte? Der größte Fehler, man muss natürlich drüber nachdenken ein Stück weit, denn also zumindest mir geht es so, ich habe das Gefühl, ich mache jede Woche, jeden Monat so viele Fehler. Sich da zu entscheiden, was jetzt der eine größte war, ist gar nicht so einfach. Oder einer der großen. Ich glaube, eine Sache, die mich so im Nachhinein tatsächlich ein bisschen gewurmt hat und die ich sicherlich anders machen würde im Nachhinein, ist, dass ich bei Rocky Life, bei der ersten Firma und auch noch bei einer Tochterfirma, die wir gegründet haben damals, recht schnell Investoren reingeholt habe, externe Geldgeber, institutionelle Geldgeber, weil ich einfach Lust hatte, auch Speed reinzubringen, Geschwindigkeit reinzubringen, weil ich den Bedarf gesehen habe, an vielen Stellen zu investieren. Im Endeffekt war das, glaube ich, sehr gut auch für die Firmen und hat sich auch ausbezahlt. Ich fand es für mich persönlich trotzdem als Unternehmer schwierig, denn in dem Moment, und jeder, der mit Investoren arbeitet, der weiß das im Normalfall, in dem Moment gibt man nämlich an vielen Stellen einfach Mitbestimmung ab, man hat viel mehr Abstimmungsbedarf im Alltag, es geht auch nicht mehr vielleicht alles 100% genau so, wie man sich's ausgedacht hat, sondern viele Dinge bedarfen der Diskussion und manchmal bedarf es auch der Kompromisse und ich glaube, gerade ich damals in meiner Sturm- und Drangphase Anfang 20 fand das teilweise nicht so ganz cool, da hier jetzt den Ansprüchen von Investoren gerecht werden zu müssen. Insofern hatte ich mir manchmal gedacht, das hätte mir vielleicht 2-3 Jahre noch gut getan, erstmal weiterhin alleine aktiv sein zu können. Das ist aber eher so auf einer persönlichen Ebene. Ich glaube, für das Unternehmen hat sich es nachher ausgezahlt und wahrscheinlich hat sich es für das Unternehmen auch ausgezahlt, dass ich einen Investor mit an der Seite hatte, der mich auch so ein bisschen an manchen Stellen auf Spur bringen konnte sozusagen und mir vielleicht auch nochmal ein paar wichtige Lektionen mit auf den Weg geben konnte. Aber ansonsten gab es glücklicherweise in den letzten Jahren keine so großen Themen, so großen Fehlschläge, dass ich jetzt sagen würde, okay, da habe ich mich richtig in die Nesseln gesetzt. Okay, das ist ja schon mal, generell ist das ja gut und ich drücke natürlich auch die Daumen, dass solche großen Fehlschläge auch gar nicht kommen werden. Trotzdem bei den Investoren nochmal eine Frage. Das habe ich wirklich schon von vielen jungen oder Jungunternehmern gehört, dass die gesagt haben, was die letztendlich bereut haben, Investoren zu früh ins Boot geholt zu haben. Was würdest du denn einem jungen Unternehmer jetzt raten in Bezug auf Investoren? Worauf sollte man denn achten,
bei Investoren generell, also wen ich als Investor nehme und was ist denn die richtige Zeit, einen Investor reinzunehmen? Ich glaube, das ist so pauschal schwierig zu sagen. Also ich persönlich verfolge jetzt inzwischen den Ansatz, so lange wie möglich zu bootstrappen. Das heißt, so lange wie möglich wirklich auf Sparflamme, einerseits natürlich die persönlichen Ausgaben zu halten, damit man es lange aushält sozusagen, aber auch einfach die Firmenausgaben wirklich sehr, sehr effizient zu halten. Ich denke, der beste Moment, wirklich Investoren mit ins Boot zu holen, ist, wenn man ein Proof of Concept hat für sich selbst, also wenn man das Produkt, die Leistung getestet hat, wenn man erste zahlende Kunden hat, wenn man zeigen kann, da passiert was, wir haben was in der Hand. Ich sehe das immer wieder, ich habe auch in den letzten Jahren immer wieder Startups in Berlin und München beraten und unterstützt. Ich sehe es immer wieder, dass die Teams sehr gerne von Anfang an am besten ein Business Angel oder ein Venture Capital Geber oder ähnliches dabei haben wollen. Manche kann man ja als ganz frisches Unternehmen sowieso noch nicht an Land ziehen, aber gerade Business Angels gibt es ja auch immer mehr in letzter Zeit und ich habe oft das Gefühl, die sind eigentlich noch voll in der Ideenphase und noch im Ausprobieren und im Testen, wenn sie schon Geld reinholen, fremdes Geld reinholen. Das führt einfach zu zwei Dingen. Erstens, dass man schon relativ früh einfach Anteile und Mitsprache im Unternehmen abgibt und es führt dazu, dass man teilweise dann auch einfach Geld in Dinge steckt, die eigentlich noch Reifezeit bräuchten. Und deswegen ist für mich so der Zeitpunkt, wo ich für zukünftige Unternehmen, die vielleicht noch kommen werden, auf Geldsuche gehen werde, wirklich der, wenn ich sehen kann, jawohl, am Markt kommt das Ding an, wir sind auf einem guten Weg, gibt noch viel zu tun, aber die Basis passt. Ich glaube, das ist der erste Moment, wo man wirklich sinnvoll auch Geld suchen kann und suchen sollte. Aber wer das dieser Moment, wo du jetzt sagst, von wegen, wenn ich am Markt bin und sehe, dass das Produkt passt und dass das alles funktioniert, ist dabei nicht auch ein Business Angel gegebenenfalls hilfreich, wenn man das praktisch die vorher schon mit ins Boot holt, dass man sich das selber so als in Anführungsstrichen Proof of Concept nimmt, so von wegen, wenn ich einen Investor kriege, dann scheint das Produkt ja ganz gut zu sein, da scheint es ja einen Markt für zu geben und dann mit der Hilfe des Business Angels den Markt Eintritt dann macht, wird darum auch ein Schuh draus oder ist das völliger Blödsinn, was ich gerade sage? Nein, im Gegenteil, es läuft ja in der Praxis auch ganz häufig so. Also de facto habe ich das bei Jobify auch so gemacht. Da hatten wir von Anfang an einen Business Angel mit dabei. Das war aber natürlich jemand, da gibt es einfach natürlich, glaube ich, viele verschiedene Arten, wie das laufen kann. In meinem Fall war das jemand, den ich schon einige Zeit kannte, mit dem ich monatelang schon über die Idee gesprochen hatte und verschiedene Varianten mit ihm durchdiskutiert und durchdekliniert hatte. Das heißt, der war natürlich auch anders emotional investiert, der war irgendwo in dem Thema schon drin und mit dabei. Und ich glaube, dass es bei vielen, die zum Beispiel aus der Uni heraus gründen, auch genauso läuft, dass sie an der Uni einen Mentor haben oder in dem Bekanntenfeld einen Mentor haben, der dann auch als Business Angel oft fungiert. Ich finde sowas auf jeden Fall sinnvoll und auch spannend und ganz ehrlich, oft kann man auch diesen ersten Proof of Concept gar nicht schaffen, gerade wenn es ein Technologieprodukt ist, das auch erstmal gebaut werden muss irgendwie. Schwierig, wenn man gar keinen Groschen irgendwie da reinstecken kann, wenn es vielleicht die erste Gründung ist. Aber häufig ist es auch so, dass wir Leute haben, die aus der Wirtschaft kommen, die die letzten 3, 4, 5 Jahre als Berater oder ähnliches gearbeitet haben, die durchaus auch ein bisschen Kleingeld zur Seite gelegt haben. Und da empfehle ich einfach auch aus meinem Umfeld, aus meinem Bekanntenkreis, von vielen anderen jungen Unternehmern, lieber erstmal vielleicht 3, 4, 5 Monate länger alleine durchhalten, wenn man den Business Angel nicht zur Hand hat, sondern ihn erst suchen, erst akquirieren muss, weil man dann einfach ganz andere Argumente an der Hand hat und auch eine ganz andere Bewertung realisieren kann. Ja, das ist klar. Noch eine letzte Frage zum Thema Bewertungen und Anteile. Was ist so diese Standardgröße, was man, also prozentual gesehen, was man an einem Business Angel in der ersten Runde abgibt? Wie viel Prozent sind das so in etwa? Auch hier, ich glaube nicht, dass es da den pauschalen Wert gibt. Das hängt von so viel ab. Das hängt davon ab, wie riskant das Geschäftsmodell ist, um welche Summe es geht, die reingesteckt werden muss, wie viel Potenzial man in den Markt sieht, wie groß der werden kann. Also wenn du dir momentan den Cannabis-Markt anschaust, ne, im Cannabis-Markt kannst du momentan, wenn du eine tolle Idee hast und ein Startup in dem Bereich gründen willst, kannst du Traumbeträge jetzt wahrscheinlich gerade bei Angels abgreifen, weil alle reindrängen, alle was da machen wollen, wieder vor dem Krypto-Bereich. Ich persönlich würde für mich sagen, also wenn ich ein
wirklich einen guten Angel mit dabei habe, der früh einsteigt und der nicht nur Geld gibt, sondern der wirklich aktiv auch irgendwo mit vorantreibt, dann wären für mich so zwischen 10% und 20% der Bereich, wo ich mich bewegen würde. 10 wäre sicherlich der Idealfall, aber auch 15 sind völlig in Ordnung, wenn du echt einen coolen Partner mit an Bord holst. Nicht nur einen Geldgeber, sondern echt einen Partner, der auch Lust hat, mitzuwirken. Ja, okay. Wunderbar, perfekt. Danke für die Einschätzung auch nochmal. Stefan, es ist echt mega spannend. Also ich könnte noch 7000 Fragen zu Infirma bestellen, aber langsam merke ich, dass die Zeit dann doch schon etwas weiter rennt. Daher würde ich jetzt gern zur Blitzlichtrunde kommen. Hier in der Blitzlichtrunde steht eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort und einem kurzen Satz zu antworten. Bist du bereit? Okay, ja, bin ich. Kann losgehen. Okay. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Eigentlich gar nichts. Ich habe das direkt im Studium verwirklicht. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Mehr auf mein Bauchgefühl zu hören. Vor allen Dingen bei schwierigen Entscheidungen Bauchgefühl. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Ich kann sehr gut Leute an Bord holen und auf eine Mission und eine Vision einschwören. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Ganz klar Mikromanagement. Ich bin eher so der Stratege. Ich brauche Leute, die sich richtig ins Detail eingraben können. Okay. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Coole, originelle Ideen, die es so noch nicht gab und Eigeninitiative. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Mir anzugewöhnen, eigentlich jede Woche meine Prios klar zu kriegen und entsprechend zu handeln. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Oder es ist einfach, ich würde gerne mal mit Arnold Schwarzenegger zusammensitzen, weil ich es beeindruckend finde, in wie vielen Bereichen der top erfolgreich war. Das stimmt. Das ist Wahnsinn bei dem Typ. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Erfolg bedeutet für mich, dass die Dinge, die ich mir überlege in meinem Kopf, in der Theorie, auch dann in der Praxis tatsächlich so funktionieren und Gestalt annehmen. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Also irgendwie eine Website, ein besonderer Service, eine App oder was auch immer? Also eine Website, die ich super gerne mag, ist growthhackers.com. Da gibt es super Analysen, wie Top-Tech-Unternehmen weltweit groß geworden sind, was die gemacht haben, um User und Traffic zu bekommen. Super spannend, super detaillierte Analysen. Okay, hört sich sehr cool an. Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Und welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht's darin und kannst du es empfehlen? Ich habe zuletzt die Biografie von Jeff Bezos gelesen, The Everything Store, wo es um den Werdegang von Amazon geht. Und das kann ich definitiv empfehlen. Das ist nämlich ein schönes Beispiel dafür, was alles möglich ist, wenn man einfach stur ist und sein Ding macht gegen jeden Widerstand. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Dann jetzt zum Schluss der Blitzlichtrunde zwei recht persönliche Fragen. Die eine Frage, was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Ich würde eines Tages gerne eine Stiftung haben, mit der ich im Bereich Bildung und Jugendliche super progressive, super ungewöhnliche, super impactorientierte Programme finanzieren kann. Okay, geil. Das hört sich richtig cool an. Da drücke ich dir ganz fest die Daumen für, dass du das in hoffentlich nicht allzu langer Zukunft erreichst, sondern relativ nah. Das wäre cool. Stefan, die letzte Frage hier. Welche drei Tipps würdest du deinem, ich sag mal so 16 bis 18 Jahre altem Ich mit auf dem Weg geben und warum genau diese Tipps? Ich glaube, ich würde mir tatsächlich diesen Ratschlag mit auf den Weg geben, sehr viel aufs Bauchgefühl zu hören. Ich glaube, die einzigen Entscheidungen, die ich ein bisschen bereue, sind die, wo ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe, das mich eigentlich angeschrien hat. Ich glaube, ich würde mir noch auf den Weg gehen,
dass es vielleicht ab und zu gar nicht so schlecht ist, doch mal ein, zwei Wochen mehr Urlaub zu machen und vielleicht den Sommer in München ein bisschen zu genießen mit den Bergen und den Seen drumherum. Ja. Und der dritte Tipp war, gute Frage. Nee, ich glaube, der dritte Tipp wäre einfach, egal welche verrückten Ideen, die in den nächsten 5 Jahren kommen, mach, ist gut so, mach. Ja. Okay, sehr cool. Gut, da kann mit deinem jungen Ich ja dann nichts mehr schiefgehen und ich hoffe, dass das vielleicht ein paar andere jüngere Hörer, die das jetzt hören, sagen, ja, okay, der Stefan, was der gesagt hat, das gibt Sinn und ich meine, gibt Schlimmeres, als sich zwingen zu müssen, mehr Urlaub zu machen. So. Eben, das finde ich doch auch. Also guter Vorsatz für 2019. Absolut, absolut. Sehr cool. Stefan, es hat echt einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Wirklich super inspirierende Story und gerade in wirklich so jungen Jahren schon so viel auf die Beine zu stellen, wirklich richtig, richtig cool. Also du bist wirklich da eine super Inspiration. Gib unserer Podcast Nation doch noch bitte so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns noch kurz, wie wir am besten mehr über dich erfahren können und wo wir deine Firmen finden. Also wer Lust hat, kann natürlich jederzeit gerne im Netz sich ein bisschen schlau machen über uns. Man findet uns unter jobify.net und unter rockyourlife.de. Da sind eigentlich alle Infos, die man so braucht. Natürlich dürft ihr auch gerne jederzeit mit mir direkt Kontakt aufnehmen. Ich glaube, Kontaktdaten findet ihr hier unten auf der Seite. Insofern kommt da gerne auf mich zu. Wir sind auch auf den ganzen Social-Media-Kanälen natürlich drin und wir freuen uns über alle, die Lust haben, mehr zu erfahren oder die Lust haben, bei Jobify oder bei Rock Your Life mitzuwirken, die Angebote zu nutzen. Macht euch schlau, wir freuen uns auf euch. Okay, sehr cool. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 576 oder auch den Namen Stefan Schabernack oder Rock Your Life in das Suchfeld ein und du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Und wenn du Bock hast, wirklich Jugendlichen mitzuhelfen und du sagst, Mensch, Rock Your Life, das wäre echt was für mich, dann setz dich einfach mit Stefan in Verbindung oder anders auch, wenn du junger Akademiker bist und den richtigen Job für dich suchst, dann geh einfach auf jobify.net und schau, ob du da das Richtige für dich finden kannst. Stefan, bei dir nochmal vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich, grüßt du mir bitte München recht herzlich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Das mache ich. Vielen Dank für das Interview, Tom. Gerne. Danke, dass du hier warst. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du es endgültig satt, dir von deinen Kunden auf der Nase rumtanzen zu lassen? Dann melde dich jetzt auf umsatzrakete.com zu meinem nächsten Webinar an. Dort zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast jede Menge neuer und qualifizierte Kunden für dein Business gewinnen kannst. Umsatzrakete.com. Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.